Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren, inspirierenden Video auf unserem Kanal. Heute sprechen wir darüber, wie wir mit den Herausforderungen des Lebens umgehen und uns durch erhöhte Belastungen entwickeln können. Blicken wir der Wahrheit ins Gesicht. Das Leben stellt uns ständig vor neuen Herausforderungen. Doch genau diese Belastungen sind der Schlüssel zur persönlichen Entwicklung. Ohne sie gäbe es keine Fortschritte, keine neuen Erkenntnisse. Jede Last, die auf uns zukommt, ist eine Einladung zur Weiterentwicklung. In unserem Leben schaffen wir uns oft Konzepte und Rahmen, die uns scheinbar Sicherheit geben. Doch es kommt der Zeitpunkt, an dem diese Konzepte zerbrechen. Das Universum erinnert uns daran, dass es keine festen Korridore für persönliches Wachstum gibt. Es ist wichtig, sich ständig zu entwickeln, neue Eigenschaften zu erwerben und diese in verschiedenen Situationen zu nutzen. Unser Lebensweg ist wie ein Werkzeugkasten, den wir mit jedem Schritt erweitern. Was früher funktioniert hat, kann auf der nächsten Stufe nicht mehr ausreichen. Daher ist es entscheidend, all unsere Werkzeuge zu nutzen, um unsere Fähigkeiten nicht zu verlieren. Der Prozess der persönlichen Entwicklung folgt einem einfachen Schema. Du erhältst ein Werkzeug vom Universum, überwindest eine neue Last, bewegst dich vorwärts und erwirbst so ein neues Werkzeug. Dieser Zyklus setzt sich fort immer und immer wieder. Wenn du mit erhöhten Belastungen konfrontiert bist und deine üblichen Werkzeuge nicht zu funktionieren scheinen, ist die Entspannung der Schlüssel. In der Ruhe liegt die Kraft. Lass los, atme tief ein und aus. Neues wird nicht kommen, solange du angespannt bist. Unser Gehirn empfängt und sendet unterschiedliche Wellenfrequenzen. Beta-Wellen sind die, auf denen wir uns überwiegend aufhalten, all unsere täglichen Sorgen, Ängste, Eile. Um Informationen von höheren Frequenzen zu erhalten, müssen wir vorher unser Bewusstsein auf diese hohen Frequenzen einstellen. Auf die heilenden Frequenzen der Theta, Delta- und Gamma-Wellen gelingt es uns nur über Alpha-Wellen zu gelangen. Sie sind die Brücke zwischen hohen und niedrigen Frequenzen. Und diese Brücke kann man nur in einer Entspannung überqueren. Entspanne dich. Denn nur aus diesem Zustand heraus gelingt es, weiterzugehen. Danke, dass du heute dabei warst. Vergiss nicht zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Erzähle uns in den Kommentaren, welche Werkzeuge des Lebens sind deiner Meinung nach die wichtigsten. Lass uns gemeinsam den wertvollsten Werkzeugkasten kreieren. Und wir sehen uns im nächsten, inspirierenden Video. Bis bald!